Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Ranzlein und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt für ein weiteres Let's Play Battlefield 1. Tag 2. Frederick Bishop. Oh Gott. Hey, sind Sie Frederick Bishop? Nein, der ist tot, leider. Aber ist das nicht Ihr Bild? Schon möglich. Jack Foster. Ich wurde Ihnen zugeteilt. Wurdest du nicht? Schaffen Sie das Kind hier weg. Keine Chance. Er ist schließlich nur wegen Ihnen hergekommen. Frederick Bishop, der Stolz Australiens, hat sogar ein falsches Alter genannt, um dienen zu dürfen. Kannst du morsen? Ja. Gut, komm mit. Was für ein Desaster. Unsere erste Welle hatte keine Chance. Sehen Sie sich Ihre Stellungen an. Wie sollen wir den Strand einnehmen? Diesmal haben wir die Dreadnought. Stopf dir was in die Ohren, Junge. Gleich wird's laut. So, machen wir doch da mal. Koordinaten bitte. Feuerwerk. Alles klar. Es wird Zeit. Wo willst du hin? Ich komm mit. Waffe hochnehmen. Okay, du bleibst hier. Und du rückst mit dem Etappenkommando erst vor, wenn ich das Leuchtsignal gebe. Ja, Sir. Ja, Sir. Pass auf dich auf, Junge. Du wärst nur Klotz. Ich muss zum oberen Ende des Strandes. Wenn man so etwas sieht, kommt einem gerade wieder die Idee in den Sinn. Obwohl der ja eigentlich zeitgemäß noch nicht passiert ist. Gott! Tinnitus! Gell, hoppla. Hoi, hoi, hoi. Jesus Gott.
Okay, es kratzt nicht im Geringsten. Machen wir da halt so. Alter, sag mal. Taktik von mir, wenn ich für ein paar Tage schmeiße. Vor allem wenn sie KI ist, dann schiesse ich zuerst nochmal auf sie. Damit sie sozusagen angekittet ist, Balance verliert und dort auch Zeit verliert zum Ausweichen. Wir müssen die. Hoppala! Bayonet Charge voll daneben. Oh shit. Kann ich ihm alles so verlaufen, wie man es will? Ja, 8, 1. So. Moment. Ja, jetzt stimmt's. Mal schauen, wie viel Schaden das gemacht. Passt mal. So, Notlader hinten mal auf. Was? Ah, das scheiß Teil. So. Fertig da. Wer reingeht. Man gehört schon das nächste, ich glaub's nicht. Oh, ja. Unbedingt aufstehen. Jetzt haben wir eine Chance. Wir müssen zu diesem Aussichtspunkt. Ja, ja, ist noch ein anderer Kollege, Sig. Erstmal nachgeladen. So. Holy, das ist jetzt knapp gesehen. Vermutlich können wir jetzt genau jetzt. Ja.
gefällt mir noch. Sammeln. Ist da noch irgendetwas? Zeit für das Leuchtsignal. Jetzt hätte ich doch wollen sagen, warte mal schnell. Scheiße, willst du mich verarschen? Komm mit, hier. Da, sieh dir das an. Junge, du hast dich in die Hölle gelogen. Aber ich... Du wolltest eine Statue von dir auf dem Marktplatz? Ja, das ist völlig normal. Komm schon, Junge, steh auf. Du hast nicht zu reagieren, müsste man sich Gedanken machen. Komm schon. Ich werde sterben. Wirst du nicht. Bis Australien. Uns bringt nichts um. Ha? Ja, vermutlich. Außer... Du bist ein Kiwi. Was? Nun. Eins nach dem anderen. Hier, komm schon, steh auf. Schau mal, den Arm hierher. Den rechten raus. Schaft gegen die Schulter, so. Wange an den Schaft. Nein, ja so. Du musst schon richtig ziehen. Gut. Ja, Füße ein bisschen auseinander. Ich habe mich gerade gefragt, ob ich meine Australier verloren habe. Was kann ich für Sie tun? Sie nichts, aber der Junge. Wir brauchen einen Meldegänger für die Front. Wirklich? Ja? Nein! Das können Sie von dem Jungen nicht verlangen. Er würde keine 5 Minuten überleben. Nein, nein, ich krieg das hin! Nein! Ich mach's. Schön. Sie bleiben bei mir. Und Sie. Sie werden laufen. Blöds Arschloch. Jo. Ja. So. Das würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge. Ich sollte mir trotz der verschiedenen Kapitel angewöhnen, nicht bei dir auf die Uhr zu schauen. Aber ja. Ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Mir war es wie immer eine Freude gewesen, für euch neue Stuff zu machen. Falls es euch wirklich gefallen hat, dann lasst mir doch gerne mal ein Like, ein Kommi oder ein Abo da. Das würde mir sehr weiterhelfen und würde mich natürlich auch sehr freuen. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich für euren tollen Support und hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heisst Let's Play Battlefield 1. Bis dann!